Hallo, hier ist wieder der Robin von Sportcodex und in unserem heutigen Trainingsimpulsvideo geht es eigentlich um unsere Lieblingskräftigungsübungen für den Rumpf, für den Oberkörper. Und zwar Antirotationsübungen. Antirotationsübungen bedeutet, du bringst deinen Rumpf, deinen Bauch, deine Rückenmuskulatur bei, die Rotation der Wirbelsäule nicht zuzulassen, also zu stabilisieren, was eine ganz wichtige Funktion der Rumpfmuskulatur ist und das kann man hier durch solche Übungen beibringen. Dazu brauchst du ein Terraband oder irgendein Widerstandsband, das du dir irgendwo seitlich von dir anbringst und im Bestfall so ein Kissen für die Knie, damit es nicht ganz so unangenehm ist. Und die erste Position ist der Fersensitz. Das heißt, du setzt dich mit dem Gesäß auf die Fersen ab, machst einen schönen langen großen Oberkörper, Wirbelsäule ist lang, schnappst dein Band und hältst es mit beiden Händen genau vor deiner Oberkörpermitte. Du lässt die Rotation nicht zu. Du bleibst aufrecht, lang und gerade. Tiefe Schultern, langer Oberkörper. Das wäre die Variante 1. Wenn du es dir ein bisschen schwieriger machen willst, also eine Progression der Übung, dann kommst du aus dem Fersensitz in den Kniestand. Das fordert jetzt ein paar mehr Gelenke auf, auch zu stabilisieren. Genau das gleiche hier an. Die nächste Position ist sozusagen der halbe Kniestand. Dazu nimmst du am besten mal das Bein zum Band nach vorne, andere geht auch, macht die Sache nur ein bisschen schwieriger und hältst wieder hier. Diese drei Varianten sind wunderbare Antirotationsübungen für deine Rumpfmuskulatur und wir wünschen dir viel Spaß damit.